Ja, so gibt es manchmal die mysteriösen Sachen, die im Kleingarten verschwinden. Aber wer weiß, was da alles passieren kann, ja, weil vielleicht sind sie schon unter uns, die Außer. Moin Leute, ja, das letzte Mal habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, irgendwie großartig was zu machen. Hoffentlich ist das nächste Wochenende gutes Wetter, damit ich einiges machen kann. Wir haben Topwetter, 21 Grad und so richtig viel Kraft habe ich auch nicht viel zu machen, weil ich krank bin, bin ein bisschen erkältet, aber das ist, ja, das ist nicht weiter schlimm und deshalb habe ich trotzdem noch ein paar Sachen vor. Mit Laubmulchen, paar Pflanzen für die Überwinterung vorbereiten. Naja, klar. Und euch wie immer ein bisschen was aus unserem Garten zeigen. Und es ist 15 Uhr durch. Der Lärm geht los im Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Ich hatte ja die Idee, dass wir diverse Pflanzen überwintern, nicht nur die Physalis hier. Oder Teile davon, indem wir ja, Stecklinge davon zum Beispiel nehmen oder die Pflanzen umtopfen. Und ich hatte das auch überlegt, eigentlich bei der Chili, die wir heute komplett abgeerntet haben. Aber ich habe mir gedacht, nee, lassen wir doch nicht, also überwintern wir doch nicht, weil das haben wir letztes Jahr in der Wohnung auch gemacht. Und die hatten ja sehr schnell Blattläuse bekommen. Und Martin meinte auch irgendwie, das hat mit den Aussaaten so gut funktioniert, dann lassen wir das lieber. Also habe ich jetzt erstmal hier die Chili komplett abgeerntet und das heißt, dass man jetzt hier sehen kann, wie die geernteten Chilis von Martin und Katja fein säuberlich aufgefädelt werden, damit man die dann, ach, da ist ja sogar schon eine als fertig. Kette tragen kann. Man kann sie dann als Kette tragen, sagt Martin, und man muss sie an einem möglichst warmen und luftigen Ort dann ja, aufbewahren, um zu trocknen, damit sie dann auch nicht schimmeln von innen. Ja, ihr habt eine schöne Aufgabe. Ich habe, wie gesagt, hier, ach, wie toll die aussehen. Ich habe dann erstmal die hier zurückgeschnitten, damit, ich habe nämlich gesehen, dass zwischen diesen oder neben diesen oder unter diesen Chilis noch eine Mangoldpflanze ist, die noch gar nicht zu Gesicht kam irgendwie so, gar nicht zu sehen war. Und jetzt habe ich die erstmal zurückgeschnitten, um die dann, ich wollte die jetzt nicht rausnehmen, weil ich dachte, wenn ich die Wurzel jetzt rauszerre, dann wird wahrscheinlich auch, werden auch die anderen Pflanzen hier in diesem Hochbeet in Mitleidenschaft genommen. Was wir aber auf jeden Fall ausprobieren wollen, überwinterungstechnisch, ist unsere Physalis hier. Und da mache ich Stecklinge von. Habt ihr uns empfohlen in den Kommentaren und das soll wohl relativ einfach gehen, indem man einfach von der Blattachse so 10 cm hier abschneidet und dann ja, in Pflanzenerde eingibt und dann bewurzelt sich das und dann stellt man das wohl schön sonnig, ja, und damit es Wurzeln auch ausbildet und gießt es regelmäßig und dann kann man die wohl nach den Eisheiligen im nächsten Jahr dann schon direkt als junge Pflanze auspflanzen wieder. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier 10 cm abschneide, vielleicht hier ungefähr, muss ich dann die Früchte oder Blätter abmachen? Wie weit mache ich die ab? Wie viel lasse ich stehen? Ich probiere jetzt einfach mal aus, aber wenn ihr das Video seht, am Montag, dann wird auf jeden Fall noch einiges stehen bleiben. Also wenn wir Fehler gemacht haben, dann können wir neue Ansätze machen. Sagt uns gerne, was wir dann falsch gemacht haben. Aber erstmal versuche ich es mit ein paar Pflanzen. So, das sind jetzt die ich hier geerntet habe. Erstmal 4 Stück. Könnt ihr mal schauen. Und jetzt würde ich hier unten das so abmachen. Wobei, das muss man ja irgendwie halt möglichst sauber auch abmachen, vermutlich, damit das nicht irgendwie so, das auch. Auch diese Frucht, frage mich auch, ob ich die Blüte denn hier einfach abschneide oder. Schreibt es auch echt mal in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Es gab auch so ein paar Leute, die empfohlen hatten, die Videos zu schauen von KollegInnen, die sowas auch gemacht haben schon. Habe ich bisher keine Zeit gehabt, ehrlich gesagt. Wo ist das jetzt? 1, 2, 3, 4.
probieren wir jetzt mal aus, hier in die Erde direkt zu pflanzen. So, 3-4 cm rein, sehr schön. So. Und einen noch mit einem recht großen Topf. Sind die Töpfe groß genug? Ich weiß gar nicht. Ja, umtopfen ist ja vom Frühjahr wahrscheinlich nicht. Sollte man wahrscheinlich nicht. Auch hier noch rein. Und jetzt reißt es. Für die vier ganz einfach mal Chips wässern. Das natürlich auch regelmäßig jetzt. Schön aufs Fensterbrett stellen, schön sonnig. Die gehen mit nach Hause. Mal sehen, was Tim sagt, dass ich jetzt mit neuen Pflanzen ankomme. So, und jetzt habe ich die Physalis eingetopft und habe sie erstmal ins Gewächshaus gestellt. Muss die wahrscheinlich später ja auch wieder mit nach Hause nehmen, aber heute habe ich irgendwie die Kapazitäten nicht auf meinem Rad. Ich zeige euch das einmal kurz. Habt ihr jetzt so in so eine Schale gestellt und da Wasser auch reingemacht, dass sie die nächsten Tage ordentlich Wasser haben. Stehen hier ganz sicher, glaube ich, weil auch gute Temperaturen im Gewächshaus haben. Heute haben wir hier im Gewächshaus an sich, muss ich mal gucken, was wir da heute, gut 27 Grad, draußen ein bisschen kühler, aber wir haben 21 Grad, richtig, richtig tolles Wetter. Das freut natürlich auch Peppino nochmal. Die ist immer noch nicht gelb, aber ich habe das Gefühl, sie wird langsam, aber sicher weicher. Heute wieder gegossen worden, was immer besser wird, und ihr wisst ja, ich freue mich jede Folge mehr, ist halt hier diese Aubergine. Aua, die hat zwei oder mehrere richtig große Stachel da dran, die auch richtig wehtun. Das kleine gemeine Ding. Ah, da ist eine Kellerassel auch zu sehen. Also die wird immer größer und kann hoffentlich dann auch bald mal beerntet werden. Ja, der Salat entwickelt sich prächtig, würde ich mal sagen. Hier ist ja diese Tröpfchenbewässerung auch noch. Und ja, hier drüben ist weiterhin der Bokashi am Machen und Tun. Die hat es immer noch nicht geschafft, die Artischocke. Die lässt immer noch auf sich warten. Aber da der Herbst ja so richtig toll und golden ist, hoffen wir wirklich mal darauf, dass da noch was wird. Ich jedes Mal wieder begeistert von dieser tollen Farbe dieser Malve. Und die Tomatillo hier, die ja irgendwie nicht so richtig wird dieses Jahr, hat jetzt also hunderte Fruchtansätze, interessanterweise jetzt. Wahrscheinlich, weil es nicht mehr so viele Blüten im Garten gibt und die ganzen Bestäuber jetzt auf die Blüten gegangen sind. Borage kommt hier auch nochmal richtig, richtig dicke. In den letzten Tagen ist auch relativ wetterfest, sage ich jetzt mal. Also auch, dass es ein bisschen kälter geworden ist, die letzten Tage hat es nicht weiter gestört. Der Rucola habe ich jetzt die Tage auch schon ordentlich geerntet. Sehr lecker. Da wird auch heute noch geerntet. Ja, und hier immer noch zu sehen, viele unserer wunderbaren Ringelblumen, einfach tolle Blumen. Salbei, gerade jetzt in der Erkältungszeit, tut mir und meinem Hals auf jeden Fall sehr, sehr gut. Werde ich heute auch wieder mitnehmen. Und ja, viel Vitamin C ist ja zum Beispiel auch in Grünkohl drin. Viele wissen das nicht, aber die Kohlsorten haben auch ziemlich viel Vitamin C. Und dazu gehört natürlich entsprechend auch der Grünkohl, den ich jetzt, wo ich auch ein paar Blätter heute noch ernten werde. Das hier ist so eine wunderbare Blume aus so einer Blumenmischung. Wer von euch kennt die denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine wunderbare Blume das ist. Na, erinnert ihr euch noch? Ich habe euch letzte Folge gefragt, was das hier für ein Kohl sein könnte, wo ich diese vier Pflänzchen in den Pflanzsack hier neben das Hochbeet gemacht habe. Und da kamen diverse Tipps. Häufiger wurde Grünkohl gesagt. Und zum Schluss ist es doch kein Grünkohl, sondern ich habe es nochmal nachgeguckt jetzt. Das ist Blattkohl. Kannte ich vorher nicht. Sieht auch ehrlich gesagt dem Grünkohl ziemlich ähnlich. Aber habe ich halt genommen, weil er von der Aussaatzeit auch noch tatsächlich, was stand hier drin, irgendwie, dachte ich jedenfalls, geeignet war. Und ich gebe die Hoffnung auch noch nicht auf. Also der soll frostbeständig sein.
wie einiges an Beikraut drin, könnte ich mal rausnehmen. Aber ja, also Grünkohl ist es nicht. Es ist sogenannter Blattkohl Emerald Ice. Ja, und Herbstzeit ist ja auch Laubzeit. Also da, wo es geht, lassen wir das Laub einfach liegen, weil sich die Regenwürmer beispielsweise riesig darüber freuen oder die Kompostwürmer und viele, viele andere Bodenlebewesen, die das ja wieder umsetzen. Ja? In anderen Bereichen, da kann man es nicht liegen lassen. Und deshalb haben wir das mal zusammengekarrt, hätte ich fast gesagt, und hier einen richtig schönen, fetten Laubhaufen gemacht. Und dieser Laubhaufen ist, wie im letzten Jahr, ja, unsere kleine Unterkunft, unser Airbnb für, jetzt hätte ich fast Maulwürfe gesagt, aber vor allem natürlich für Igel, ja, die sich da drunter schön verstecken können. Und auch hier findet natürlich eine Verrottung statt. Und das, was im nächsten Jahr noch nicht verrottet ist, das geht dann nochmal, da gehen wir mit dem Rasenmäher drüber. Und das wird dann zum Teil in Kompost eingearbeitet und teilweise auch als Mulchmaterial verwendet für die Beete. Denn ja, das ist auf jeden Fall ein super Mulchmaterial. Und ich habe es auch schon verwendet bei dem ersten Pflanzsack, den ich mit Knoblauchzehen befüllt habe, also gesteckt habe. Hier haben wir halt Knoblauch drin und jetzt ist es ein Schutz natürlich vor allem gegen Austrocknung und auch wenn es sehr, sehr kalt wird, ist der Knoblauch hier drunter geschützt. Ja, zur Gründung hatte ich euch jetzt gefragt, wie das ist, weil ich ja so ein bisschen Angst hatte, nicht, dass das noch Samen bekommt und dann hier die ganzen Samen verstreut werden. Und ja, liebe Grüße an alle, die da kommentiert haben, auch geschrieben haben, wird dann im Frühjahr einfach drunter gemeiert mit, ja, ich brauche keine Angst haben, weil es wäre jetzt wohl so spät im Jahr, dass sich eigentlich keine neuen Samen mehr ausbilden würden. Darauf vertrauen wir jetzt einfach mal. Ja, das soll den Boden auf jeden Fall schützen und auch wieder Energie und Kraft geben für die kommende Gartensaison dann. Also hier vorne bei der Inka-Gurke, da habe ich letzte Woche sogar noch 2, 3 Inka-Gurken geerntet. Aber ich glaube, jetzt ist es dann auch vorbei. Die ist aber auch wieder relativ trocken. Vielleicht muss ich sie auch einfach nur mal wieder gießen. Aber ja, die hat auf jeden Fall länger durchgehalten als die letzte Inka, also als die andere Inka-Gurke hinten. Die war ja irgendwann einfach weg. Also einfach wie abgeschnitten weg. Und war dann in einem dieser Eimer da. Komisch, hat sich immer noch nicht aufgeklärt. Aber ja, so gibt es manchmal die mysteriösen Sachen, die im Kleingarten verschwinden. Aber wer weiß, was da alles passieren kann, ja, weil vielleicht sind sie schon unter uns, die Außerirdischen. Ah, da fällt mir ein, eine Sache will ich schon eine ganze Weile ernten, habe ich aber auch irgendwie noch mit gewartet, weil ich mal sehen wollte, wie lange das Ding da hängt. Ach, hier hängt gerade der Schmuck. Das ist der Halloween-Totenschmuck, der hier hängt. Nein, das sind natürlich einfach nur Chilis. Aber hier ist es jetzt soweit. Dieser letzte Delicious Green darf endlich geerntet werden. So, ist echt verholzt schon. Upsi. Und der sieht auch schon ganz schön holzig aus mit so einer Stelle hier, die aber irgendwie nicht gammelig, sondern einfach nur extrem hart ist. Bin mal gespannt, was man damit jetzt machen kann noch. Ich werde hier mal die Tage aufschneiden. So, nachdem ich jetzt den Kürbis hier geerntet habe, der dann auch bald rankommt. Was macht ihr mit Kürbissen eigentlich so? Schreibt doch gerne mal, was ihr überbacken oder als Suppe. Was sind eure Favoriten? Jetzt stehe ich hier mal wieder beim Pampasgras. Mmh, ist das schön. Martin wollte doch heute schon was klauen, darf er aber nicht, weil es hier in den Garten hergehört. Oh, jetzt werde ich angegriffen. Nee, doch nicht. Ja, das war, glaube ich, kein Karma. Und der Gartenteich sieht immer noch super toll aus. Sehr, sehr schön sieht er aus. Ja, dadurch, dass es wieder schön feucht war die Tage, steht hier auch gut Wasser drin. Ne? Die Hitze hat der Teich im Sommer überstanden, aber er mag diese Temperatur natürlich deutlich lieber. Und nachdem ich hier an der Bastelgruppe mal vorbeigehe, es gibt ja hier im Kleingarten eine Bastelgruppe,
Fühl mich nicht, ich bin so dick geworden. Nö, finde ich nicht, Katja. So. Ja, aber sind wir hier am Hochbeet und da habe ich ja schon gesagt, dass ich hier auch noch Grünkohl heute ernten werde. Der könnte ein bisschen kräftiger werden, finde ich, vom Stamm her, aber das kommt vielleicht alles noch. Und was man hier auch noch sieht an der Aubergine, die wollte ich ja, weil ich die so geliebt habe, wirklich zurückschneiden und überwintern. Einfach mal ausprobieren, was da passiert. Da sind noch Früchte dran, aber wie man sieht, sehen die komisch aus. Wahrscheinlich, weil es zu kalt ist, ich weiß es nicht. Die sieht hier, die ist sogar noch relativ groß geworden, sieht trotzdem komisch aus. Was sind denn das für komische Veränderungen an dieser Aubergine, die das gesamte Jahr über tolle Früchte gemacht hat? Schreibt es doch auch gerne mal, wenn ihr das wisst. Ansonsten ist die riesig groß, die muss dann wirklich weit zurückgeschnitten werden und dann werde ich sie überwintern. Ja, überwintern ist auch das Stichwort, könnte man auch mit der Paprika machen. Oh, hier ist sogar noch eine kleine wieder dran. Ha, die ist ja neu. Spannend. Die muss geerntet werden und dann kann diese Pflanze hier auch, glaube ich, überwintert werden. Der Pok Choi sieht wie gehabt gut aus. Da habe ich auf jeden Fall die Woche richtig viel geerntet, deshalb sieht er auch ziemlich klein aus. Palmkohl, immer wieder schön. Und die Bohnen müssen langsam raus, damit der ganze Kohl ein bisschen mehr Platz hier auch einfach mal hat, finde ich. Ja. Und auch hier ist nochmal Chili zu sehen. Und auch die muss raus, damit der Kohl hier einfach mal richtig Platz bekommt. Ich glaube, das war diese schwarze Paprika, die werde ich mal auch rausnehmen und die werden wir auch mal überwintern. So, und jetzt sieht das Hochbeet, hier das große, unser erstes, was wir damals ja gebaut haben, hier aus Paletten, sieht richtig gut aus, weil ich jetzt die Bohnen hier abgeschnitten habe. Das waren insgesamt 1, 2, 3 Pflanzen, nee, 4 sogar. Und jetzt hat der Grünkohl wieder richtig viel Platz. Die Chili, die muss hier auch komplett abgeerntet werden. Aber die ganzen Kohle, wie auch immer, haben jetzt auf jeden Fall wieder deutlich mehr Platz. Und ich habe die Paprika, die ich da rausgeholt habe, die habe ich jetzt in den Topf gepackt, zurückgeschnitten und erstmal in unser Gewächshaus gestellt. Für die nächsten Tage wird das ausreichen. Sagt auch gerne mal eure Meinung dazu. Ist die genug zurückgeschnitten oder muss ich da noch mehr zurückschneiden? Und wie würdet ihr die überwintern? In der Wohnung oder im Keller? Braucht die Licht, Temperaturen und so weiter und so fort? Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Die will ich nämlich überwintern. Und mit der Aubergine da draußen warte ich noch ein bisschen, denn die hat ja noch ein paar Früchtchen dran. Ich glaube zwar nicht, dass er so viel wird, aber da warte ich trotzdem einfach nochmal. Und es ist so warm, dass wir, glaube ich, so schnell keinen Frost bekommen. Gleiches gilt halt für die Aubergine. Dort, wo ihr ja seht, dass dieser kleine Dings da dran ist, diese kleine super süße Aubergine, da warte ich auch noch ab, bis die hier mal noch fertig ist. Und dann wird die auch ein Stück weit zurückgeschnitten und fertig gemacht für den Winter. Und ich sehe das gerade an der nächsten Blüte, dass da wieder da an der Blüte schon diese Stacheln zu sehen sind. Ja, und die kleine Asse. Echt spannend. Ich wusste nicht, dass Auberginen so Stacheln haben. Ja, Blüten, die es derzeit im Garten noch gibt, die erfreuen natürlich tierisch. Und so ist es auch mit der Kapuzinerkresse, die in den letzten Tagen oder Wochen hier sich so richtig nochmal durchvorrangt und die geht hier sogar bis zu dem Beetende. Upsili! Also richtig schön. Und die Blüten, die kann man ja auch essen. Die haben eine gewisse Schärfe und dementsprechend auch sehr gesund. Und hier Blüten, ja, da sehen wir eine Menge Bienen und Wildbienen noch an den Brokkoli. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir noch ordentlich Besuch bekommen. Die Maispflanzen haben wir jetzt zum Großteil schon abgeschnitten, lassen die Stängel stehen. Hier können sich gerne noch kleine Insektchen dran vergehen, irgendwie Nahrung finden, sich drin verstecken, gerade im Winter. Das schadet ja nichts. Was man hier auch noch sieht, sind die Rückstände der Muskatkürbisse, die wir aus thailändischem Saatgut gezogen haben. Und da muss man sagen, die waren extrem wärmeresistent, also sprich, die haben ihre Blätter kaum hängen lassen, selbst im Pflanzsack nicht. Aber die haben nicht eine einzige Blüte und nicht eine einzige Frucht gebildet. Also das hat leider nicht so richtig funktioniert.
Habt ihr Erfahrungen mit so Saatgut aus Thailand, was auch gut funktioniert hat, mal abgesehen von Koriander vielleicht? Und schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Ihr wisst ja, im Januar geht es für mich nach Thailand. Und hat das wieder gesagt. Unter einem der letzten Videos schrieb jemand, dass ja, also in Urlaub fliegen, das könne die Person gar nicht nachvollziehen, denn sie hat oder er die Wohnung so schön eingerichtet. Zu Hause sollte Urlaub sein, also zu Hause in der Wohnung. Und wenn man das nicht so empfindet, dann hat man was falsch gemacht. Sehe ich persönlich ganz anders. Für mich bedeutet Urlaub halt weg von zu Hause sein. Vielleicht sogar richtig, richtig doll weg, weit von zu Hause zu sein. Mal was anderes zu erleben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das bedeutet für mich Urlaub. Und das bedeutet für mich auch Entspannung und Sachen erleben, die ich ja, zu Hause gar nicht erleben kann. Ja, also so eine sonnengereifte Ananas zum Beispiel oder Mango, die kann ich nicht zu Hause, die kann ich nicht in Deutschland und die kann ich auch nicht ja, in Berlin genießen. Es geht einfach nicht. Also geht's auf nach Thailand. Und dafür nehme ich dann auch viele Kilometer Reise oder viele hunderte, tausende Kilometer Reise auf mich. Ganz einfach, weil es mir das wert ist. Und natürlich ist es richtig, dass man, wenn man solche Flüge nach Übersee, nach Asien, wie auch immer, ja, nutzt, dann ist das sicherlich nicht das CO2-neutralste. Allerdings ja, hat man nur durch solche Reisen auch die Möglichkeit, ja, Botschaften voranzutreiben. Ob es jetzt die Botschaft von der grünen Stadt ist, dem grünen Kleingarten in Berlin oder dem Veganismus, wie auch immer. Also Austausch kann in dieser globalen Welt nur durch Reisen stattfinden. Also natürlich nicht nur, aber ein großer Teil. Und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man, ja, wie ich beispielsweise einmal im Jahr so eine große Flugreise macht und dafür aber beispielsweise im Sommer den Urlaub hier im Kleingarten verbringt. Ja, und wir haben kein eigenes Auto, sind mit vor allem bin ich mit Fahrrad unterwegs, ja, aber auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr und mit der Bahn. Dementsprechend ist das so meine Sünde, die ich mir gönne, um die Welt zu entdecken. Ah, und jetzt findet hier etwas statt. Es ist offenes Feuer im Kleingarten. Ist das überhaupt legal, Martin? Nee, also es ist Salbei, der hier verräuchert wird. Und einfach nur wirklich viel verbranntes Laub riecht, finde ich. Nein. Geh mal da rein. Ich habe das doch gerade schon. Warte mal. Das riecht schon ein bisschen nach Kraut. Ja, aber das will man, das ist aber. Oh. Ja, aber wir sehen ja, das ist ja hier wirklich minimal, da kann man einem ja nichts, kann man ja nicht, ich finde jetzt nicht, dass es so sehr nach Salbei riecht, aber okay. Und das, was macht das? Das macht dich so ein bisschen high, Katja, oder was? Ich fühle mich richtig geil. Okay, wir haben wieder so einen Punkt angelangt. Ja, sehr schön. Ja, das ist nämlich unser Salbei, den wir hier getrocknet haben, schon seit einigen Wochen. Da oben hängt er. Ah, nein. Riecht schon gut, also nicht so intensiv wie ich. Da oben hängt er, ja. Genau. Und das soll zum Ausräuchern der Wohnung sein. Das wird gerade in der Yoga-Szene gemacht. Ja, doch einiges geschafft. Schön auch, dass Katja und Martin hier waren. War ich nicht ganz alleine. Wetter ist aber schön. Da kann man auch alleine im Garten sein, finde ich. Und auch gerade, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist wie ich, dann tut einem das, hier draußen zu sein, auch richtig gut. Auch wenn man nicht so mega viel dann macht oder machen sollte, um sich zu schonen. So ist es doch einfach auch schön, die Zeit und die Sonne hier zu genießen. Nächste Woche seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Eigentlich hatte ich an diesem Wochenende geplant, was richtig, richtig Schönes, was richtig Schönes, Cooles zu filmen. Wer von euch kennt denn Horst, sein Schrebergarten vom RBB? Den wollen wir nämlich demnächst mal besuchen. Das war geplant, hatte jetzt nicht hingehauen, weil ich krank wurde, aber machen wir hoffentlich ganz bald.
Wenn ihr den kennt, dann schreibt doch mal. Ich verlinke auch mal eine Liste, eine Playlist von YouTube, vom RBB mit seinen Videos. Der hat nämlich einen Kleingarten in Berlin-Charlottenburg. Und ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn kennt. Und wenn ihr Fragen an ihn habt, dann schreibt die auch in die Kommentare. Die nehmen wir dann mit zum lieben Horst nach Berlin-Charlottenburg. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.